Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farm Manager 2018. In der letzten Folge haben wir das erste Kapitel Totalruin nach dem Hurricane abgeschlossen. Der Name ist Programm. Waren immer noch beim Gras ernten und haben hier Gärfutter haben wir hier erfolgreich geschafft. Irgendwann mal danach einen Hühnerstall gebaut und da stehen wir jetzt. Unsere beiden Mitarbeiter kämpfen sich hier im Feld ab und wir sollen einen Mitarbeiter dem Hühnerstall zuweisen. Wir haben bereits einen angestellt, der sich mit Tieren auskennt, den leveln wir auch gerade mal ab. Der ist jetzt hier angestellt beim Hühnerstall. Hühner sollen wir noch nicht kaufen, ich weiß nicht, ob das noch kommt. Und wir sollen das Haus des Inhabers, oh, das sieht ja immer noch aus. Für weitere 8000 sollen wir das wieder upgraden. Ach, sind die anderen Gebäude auch noch? Ne, ist nur das. Okay. Ist wahrscheinlich in der Zeit, der wir jetzt gespielt haben, ist es schon wieder auseinandergefallen. Das ist wahrscheinlich der Grund, oder? So, wir haben noch Milch verkauft. Das war das. Und ich warte... Na, jetzt kann ich die Zeit wieder nicht einstellen. Jetzt müssen wir schnell den Text lesen hier. Ah, hier sieht man, wie weit wir schon sind. Nun musst du im Hühnerstall noch die Zuchtart einstellen und mindestens 4 Hühner kaufen, damit das überhaupt Sinn macht. Okay. So, wieder runter hier. Betreuer haben wir. Hier können wir das Futter einstellen und die Zuchtart. 4 Hühner. Ja, wo man die Zuchtart einstellt, wäre mal wieder sehr spannend zu sehen. Sie brauchen Hafer, Sonnenblumen, Lupinen, Weizen, Mais und Roggen. Und wir haben natürlich nichts. Ich würde so vorschlagen, wir gehen mal auf den Markt. Und schauen uns mal um, was es da so gibt. Da haben wir Lupinen, kaufe ich mal 100. Raps, 100. Roggen, 100. Sonnenblumen, 100. Die sind teuer. Und Weizen mal 500. So. Dann haben wir ein großes Auswahlspektrum für den Hühnerstall. Und das sollte jetzt alles hier drin gelagert werden. Ah ja, hier steht schon. Da hat 60.000 Platz, also da hat schon so einiges Platz. So, da liefert einer gerade die Tiere aus und der andere, da kommen ein paar Lieferfahrzeuge. Das habe ich komplett vergessen. In unserem Lagern haben wir nichts, womit wir die Hühner füttern können. Du musst ihnen schnell etwas zu essen kaufen, denn ansonsten sterben sie vor Hunger. Die Lieferung Korn wird auch ein wenig dauern. Im Hühnerstall findest du eine Liste mit ihrer Nahrung. Kaufe mindestens 100 Sonnenblumen und 100 Lupinen. Sie haben ein langes Haltbarkeitsdatum, weswegen sie sich ideal als Futter eignen. Habe ich natürlich nicht gewusst. Ja, wir haben das jetzt ja schon bestellt. Ja, erkennt er aber natürlich nicht. Ist toll. Aber, durch das, dass wir jetzt alles bestellt haben, können wir gerade mal die Daten vergleichen. Raps ist nur bis 19, also ist, ja, ein Jahr, also geht jetzt noch, ehrlich gesagt. Gehen wir aber ein bisschen vor. Dann haben wir noch die Roggen, hat genau das gleiche Datum wie Lupin, aber ist nicht geeignet, ganz klar. Und jetzt kommt noch der Weizen. Ja, der hat genau auch das gleiche Datum, ist aber nicht geeignet. Toll. So, wir haben alles außer den Mais. Und jetzt sollen wir nochmals... Können wir hier auch suchen? Lupine, 100. Und Sonnenblumen, 100. So. Okay. Oh, die Lage ist unter Kontrolle. Nun können wir in Ruhe darüber nachdenken, wie wir die... Alter, es verwirrt so, wenn da der Text kommt. Wie wir die Kosten unserer Zucht optimalisieren. Am besten wird es sein, wenn wir gar keine Sonnenblumen kaufen, natürlich. Wenn wir das anpflanzen, was die Kühe und Hühner essen. Gras haben wir bereits. Vielleicht ein wenig... Vielleicht ein wenige Lupinen, Mais und Sonnenblumen.
Dank dessen werden wir nächstes Jahr kein Futter mehr kaufen müssen. Übertreibe es nur nicht mit der Größe des Feldes. Es sollte maximal 10x30 Meter groß sein, denn bei der Anzahl an Arbeitern und dem Maschinenpark wirst du es nicht schaffen, ein größeres Feld zu bearbeiten. Der Winter würde dich einholen, es ist bereits spät. Sähe die Samen aus, ohne dabei den Boden vorher zu bearbeiten. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, das ist ja ein Risiko. Und die anderen sind immer noch am Ernten hier. Was ist denn die Feldgröße 10x... Ich mache hier mal ein bisschen Abstand dazwischen. Das ist ja das 10x10 und 10x30 ist so groß. Das ist fast so groß wie dies hier. Das ist mir zu groß, ehrlich gesagt. Da kümmern wir uns besser noch um andere Dinge, sage ich mal. Die andere Sache ist natürlich, wo platzieren wir die? Ich habe da noch nicht eine wirkliche Sache. So, wir machen 10x10. 10x10. Und 10x20. So. Selbst Felder anlegen kostet. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Also wir sollen direkt säen, geht anscheinend auch. Und wir müssen natürlich zuerst Saatgut bestellen. Also, 1 Kilogramm von dem. Dann kann ich gleich fürs nächste Feld Mais und Sonnenblumen. Sonnenblumen machen wir am meisten, sage ich mal. Dann brauche ich hier noch Mais. Die gleiche Menge. Und hier hätte ich gerne Sonnenblumen. Auch 1 Kilogramm. So, wird geliefert. In der Zeit machen die da... Oh, da haben wir schon Vögel. Können wir diese Vogelscheuche... Nee, können wir nicht setzen. Ist natürlich nicht möglich. Da kann man sogar verlagern, die ganzen. Und die haben Futter, also sieht sehr gut aus. So, jetzt dass ich alles im Griff habe, produzieren die auch Eier, oder? Hühnerei. Wird wohl das sein, oder? So, ich ordne es mal. Dann sehen wir, wenn das erste Ei dazu kommt. Ich glaube jetzt... Ja, die Kernen sind hier, aber wir sind immer noch am Gras ernten. Das ist das Problem. Also würde ich sagen, ich stelle einen neuen Mitarbeiter ein. Einer, der nur Feldpflege kann, das ist die hier zum Beispiel. So. Die soll mir jetzt hier Lupinen, die hier... Wieso steht da so ein Satz, du hast genügend Ressourcen, du wirst ungefähr so und so viel verwenden, wenn ich schon so genügend habe. Das sollte eher in Rot stehen, wenn ich nicht genügend habe. Das verwirrt ja nur zusätzlich. So, ich denke mal, der Nachteil ist jetzt, wenn die das so aussät, dass die Ernte natürlich stark einbüßt. Wir können die ja noch upgraden, dass wir vielleicht so mehr Ernte rausziehen. So, 4 Eier haben wir. Ich wollte auf Verkaufen gehen. Ich kann die Sonnenblumen fast zum gleichen Preis wieder verkaufen. Das ist schon mal positiv, sag ich mal. Hühnereier haben einen Monat. Oh, die rentieren sich ja richtig. Ja, die gehen richtig ab. Die Milch ist unbeschreibbar. 128 verkaufen wir ebenfalls wieder. So. Ich gehe mal ein bisschen schneller vor. Solange wir noch Gärfutter haben, müssen wir da keines herstellen. Wir sind hier bald mal so weit, dass wir es geschafft haben. Aber dass die Kampagne hier Grasfeld stehen lässt und einfach nichts sagt. Das ist ja Ernte, die man hier einfach so links liegen lässt, sage ich mal. Optimal Mitarbeiter wäre natürlich für hier... Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Welche denn? Die hier? Okay. Die hier. Ein Inseminator rufen für 18... Bin ich gespannt. Okay, wir warten auf den. Was wollte ich... Ja, genau. Ich zeige euch schnell die Mitarbeiter. Am besten wäre es, das hier mit der Muskelkraft zu kombinieren. Das wäre die beste Kombination, die wir hier bräuchten. Ist leider nicht möglich. Und, was sehe ich da?
die Erdbeeren sind zum Ernten bereit. Mit welchen Leuten? Ist das so die Frage? Ich glaube, wenn die hier fertig ist. Oder soll ich noch jemand anstellen? Komm, wir stellen noch jemanden an. Und der wird jetzt hier ernten. Den können wir immer noch feuern. Das ist ja heutzutage kein Ding, oder? Ja, man muss ja froh sein, hat man einen Job, oder? So, Lupinenkernen sind gesät. Dann kann sie gleich weitermachen hier. Mit dem Mais. Ah, aktuell ist sie noch nicht verfügbar. Die muss zuerst im Haus sein, glaube ich. Neues Leben, Errungenschaft. Oh, war da der Inseminator da? Der Terminator. Und plötzlich sind es 6. Zuerst waren es 4 und jetzt sind es 6. Okay. Die Erdbeeren haben viel zu trocken. Ich habe nicht geschaut. War mein Fehler. Zuerst greifen wir jetzt aber die zahlreiche Ernte ab. Aha. Oh, das sieht echt cool aus. Also sowas liebe ich ja irgendwie. Das hier sieht ein bisschen aus wie ein Farmanfänger. So, Maiskerne. Die hier, die Wildtrut Heiden. Die erntet jetzt da. Die sät, sag ich mal. Ich nehme mal an, dass mit dem Vogelscheuche kommt schon bald. Ich weiß ja nicht. Wir haben schon wieder 3 Eier und haben jetzt mehr Hühner gekauft. Ich kaufe noch ein paar mehr. Dass wir so auf 20 sind. Und bei den nächsten Fortpflanzungen gibt es vielleicht 30. Wer weiß natürlich, wann die kommt. Und die hier sind bald... Alter. Und so kurz vor dem Ende. Da bist du einfach kaputt. Die andere war jetzt schon einen Monat dran hier. Die erste Ernte haben wir da erfolgreich gehabt. Das ist, glaube ich, weil der hier die Erdbeeren geerntet hat. Schauen wir mal schnell die Erdbeeren. Ihr seht alle Früchte. Hier Erdbeere. Sobald er die ins Lager packt, jetzt dann. Mal schauen, was so ein Korb wiegt. 85. Sind das 85 Erdbeeren oder 85 Kilogramm? Wo ist jetzt diese blöde Erdbeere hier? Die ist nicht mehr da. Ja, entweder jetzt müsste sie doch oben sein. Kilogramm. Das Game will mir also erzählen, der hat jetzt gerade 85 Kilogramm von da nach da geschafft. Ja, so. Kommt hin, kein Problem. So, während der Ernte kann ich da nicht säen. Das ist natürlich so. Da fährt einer vorbei. Da bringt jetzt die Tiere. Ja, schaut mal her. Die sind hier richtig massenhaltig reingefrachtet. Okay, bringt sie. Die hier ist am Säen. Die mag bald nicht mehr. Aha, und hier werden jetzt so Maden gemacht. Aus diesem Heu oder Stroh, Gras. Keine Ahnung, was es sein soll. Wir haben ein bisschen Milch, Mist, 260 Kilogramm. Das reicht bestimmt aus, um die kleinen Felder hier zu versorgen. So, und jetzt könnte ich mit der Zeit auch mal ein bisschen vorgehen. 105 Erdbeeren geerntet, schön. Ist das jetzt fertig hier? Ja, das ist fertig. So, bevor da irgendwas passiert, wird er jetzt noch wässern. Das hat uns also 106 Erdbeeren eingebracht. Wenn wir die verkaufen, erhalte ich 636. Und für was habe ich das, die Setzlinge gekauft? Nur so als Frage. Für weniger als 100. Also hat sich gelohnt, sag ich mal. Der Preis ist aber tiefer denn je. Wie lange sind sie haltbar? Hier muss man immer auf das Datum achten. 23.06. Ne, die müssten weg, leider. So, verkaufen. Ja, ich müsste hier ein bisschen sortieren können nach Ablaufdatum. Das wäre toll. So, die Kuhmilch. Weg. Gut. So, der wässert jetzt hier ein bisschen. Denn das ist ja eine langjährige Pflanze wie Gras. Also die wächst wieder. Das ist so bei Erdbeeren. Die kann man...
Ja, im Frühling kann man dann daraus, oder im Herbst, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall nach der Ernte, glaube ich, machen die solche Zweige raus ins Feld. Und dann kann man diese Zweige abschneiden, in Erde setzen und dann gibt es daraus wieder neue Erdbeeren. Das ist nicht möglich. Und das ist natürlich auch so möglich, dass man einfach die alten nimmt, sollte man aber nicht. So, jetzt haben wir hier, können wir den Inseminator rufen, der immer nach Tiergröße gerechnet wird, wie wir sehen. Und wir haben aktuell 20 Hühner. Dann schauen wir uns an, wie viel wir gleich haben. Wenn der kommt, keine Ahnung, von wo der kommt. Da haben wir ein bisschen was verkauft. Das war das. Da kommt er, glaube ich, von der Seite oder von da. Ah, da. Nee, nee, das ist der Arbeiter. Hier, hier ist er. Eine. Ja, also hier im Osten, da kann man natürlich auch die alte Schrottkarre, die ein bisschen auf der Straße schwebt, die kann man ganz einfach auf der Hauptstraße absetzen. Ist ja kein Problem. Aha. Also, so geht das also, wenn ihr das nicht gewusst habt. Ja, Magie. So. Also, wenn ich mich über das Game lustig mache, ist es immer nicht ernst gemeint. So, hier hätte ich gerne die Sonnenblumen. Wie lange ist denn die noch dran hier? Sonst könnten sie das zu zweit machen, wenn ich da noch ein bisschen warte. Schade, oder ist das hier die Arbeit? Kann man das daran erkennen? So, es gab gerade wieder Kuhmilch, 0 Eier und wir haben jetzt 25 Hühner. Also, da kann man schon wieder den Inseminator rufen. Das geht ja hier ab. Gut, vielleicht immer andere. Und es gab 39 Eier mit 25 Hühnern. Das ist auch die Erkenntnisse hier draus. Wie gesagt, ich sag's nochmals. Ich find's einfach amüsant, aber... Oh, Eier könnte man mit den Hühnereiern, weil die ja eh nur monatgültig sind, könnte ich mal den Autohandel einstellen. So, Maiskerne haben wir gesät. Und jetzt können wir hier die Sonnenblumen... Ah. Da müssen wir wieder warten, bis die da ausgeruht ist. Aktualisiert sich das automatisch? Ah, jetzt geht's. So. Arbeiten und jetzt sind sie zu zweit. So. Wenn man es so anschaut, dann schweben die Pflanzen ein bisschen. Aber wir wollen nicht zu weit kritisieren. Also es ist ja auch nicht gedacht, dass man hier die Grafik over 3000 hat, sondern es ist gedacht, dass man ein bisschen was sieht. Also es ist schon schön gemacht. Machen wir gerade Gras. 189 Kilogramm hier. Ich packe mir das mal da oben hin. So. Die Erdbeeren könnte ich eigentlich entfernen. Ja, geht mit Rechtsklick. Ganz einfach, super. Die Eier sollten... Wahrscheinlich werden die, sobald sie ablaufen, verkauft. Aber das ist auch gut, weil wir können die gar nicht im Griff behalten. Jetzt haben wir 30 Hühner und können die wieder für 16 verkaufen. Das ist natürlich eine Art... wie man auch noch dazu zu den Eiern ein bisschen Gewinn machen kann. Auch wenn es bei den Hühnern... Also, dass der auf die Idee kommt, jetzt hier das Ganze so zu machen, ist ja schon interessant. Ja, das Gras wächst an. Ich bin gespannt, wie viel wir hier ernten. Wir haben auch einiges in Mitarbeiterkosten investiert. Darf man auch nicht vergessen. Die Erdbeeren sind in 19 Tagen wieder erntereif. Da haben wir 73 Tage, 72. Schon wieder die Tiere. Das kostet in etwa 2 Hühner jeweils. Und es regnet gerade. So, jetzt kommt die dann wieder, haltet hier an. War baulich ein Fehler. So im Nachhinein. Man kann sie nicht wissen. Und da sehen wir gerade, wenn es regnet, geht die Feuchtigkeit hoch. Okay. Dann nimmt uns also das Ganze, die Arbeit weg. Die hier drüben scheinen bald fertig zu sein. Auch wenn es regnet, Gras ist Gras. So ist es dann wieder.
So, und die müssen vielleicht noch einmal kommen hier. Und dann haben die das erledigt und die Sonnenblumen auch gesät. Wir haben wieder 27. Ich verkaufe wieder ein paar. So. Wir müssen ja auch irgendwo Gewinn schreiben, oder? Wenn wir hier die Zahlen ansehen. Ja. Wir haben schon Einkünfte gehabt, aber es geht. Es halt, hält sich in Grenzen. Hier, Hühner, Hühner, Hühner. Da man sie nicht miteinander verkaufen kann, werden sie einzeln aufgelistet. Nicht ganz so toll. Unterhaltungskosten. Arbeiterhonorar von 3800 ist zu hoch. Ganz klar. Aktuell sind aber alle ausgelastet hier. Gleich nicht mehr, weil die hier gleich fertig sind. Alter, die... Da investiert... Da muss ich ja ständig klicken. Kann man da auch Autohandel einstellen? So. Okay. Ich glaube, es ist der Balken, der zählt. Ja, hier sind sie fertig. Okay. Wir haben 857 Gras. Das sieht gut aus. Und ich glaube, an dem Balken können wir uns orientieren, dass bald die Folge zu Ende ist. Ich drehe mich schon mal auf die Seite hier. Drücke auf Pause. Denn die haben es wirklich fast geschafft. Und wir schauen uns das Ganze an in der nächsten Folge. Den Himmel habe ich ja gar noch nicht angeschaut. Wow, ist das hell. Gerade so frisch raus. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Fast alles gesät und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Es macht einen guten Eindruck. Ist jetzt nicht der Top-Game, was ich jetzt 360 Stunden spielen würde. 360 Tage im Jahr, aber es gefällt mir. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!